Ja, und damit sage ich wieder Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Kartell Tycoon. Und wir sollen ja jetzt falsche Fracht produzieren, damit wir unser Opium als Gemüse getarnt im Hafen verkaufen können. Und laut Quest sollen wir dafür eine Werkstatt bauen. Soweit habe ich allerdings schon vorneweg gespickt, dass ich jetzt mal behaupte, es ist besser, wenn wir erst eine Gemüsefarm kaufen, weil das war ein Stück zu weit, weil das Gemüse hat hier nämlich nur eine Effizienz von 30% und besser wird es auch nicht. Und deswegen würde ich fast sagen, dass es durchaus Sinn macht, wenn wir das zuerst bauen. Und was ich jetzt auch mache, ist, dass ich hier eine kleine Abkürzung einbaue. In der Hoffnung, dass das so funktioniert. So, hier verbinden wir noch unsere Gemüsefarm und dann lassen wir die nämlich erst einmal bauen, dann kann die nämlich auch schon produzieren. Und dann haben wir mit ein bisschen Glück nämlich auch schon Gemüse im Lager, wenn wir dann soweit sind. So, wir produzieren in 5 Tagen und 5 Stunden 14 Gemüse. Das ist jetzt nicht der Brüller, aber was soll's. Wir nehmen das jetzt mal so im Kauf. Was haben wir da gerade in der Halle? Es sind 6 Opium. Ich hoffe, dass das dann auch noch für unsere Werkstatt reicht. Die Abkürzung funktioniert jedenfalls schon mal ganz gut. Dass wir hier nicht jedes Mal dumm durch die Stadt dübeln müssen. Und nachdem uns die Sandstraße ja nichts kostet, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, um die Prozesse hier und da ein bisschen zu beschleunigen. Auch wenn die auf der Sandstraße natürlich deutlich langsamer zubbeln, ist der Weg trotzdem merkbar kürzer. Und ja, wir schauen jetzt mal, unser Kapo findet sich hier auch wieder ein. Den werden wir vielleicht dann auch später einsetzen, dass wir die Werkstatt unterstützen. Nichtsdestotrotz glaube ich, ist es eine ganz gute Idee, wenn wir jetzt hier erst einmal hergehen. Und abwarten, bis das Gemüse produziert ist. Wir müssen nämlich die Werkstatt auch bezahlen, wenn sie nichts produziert. Und deswegen wollen wir die Zeit, in der sie nichts produziert, einfach möglichst kurz halten, weil muss ja jetzt noch nicht sein, dass wir da das Ganze umsonst zahlen. Die Werkstatt ist nämlich auch nicht ganz billig. Und wir wollen ja auch schauen, dass wir unsere Kohle beisammen halten. Jetzt hoffe ich, dass der Lastwagen hier noch ankommt mit den letzten 4. Dann haben wir nämlich eine volle Lieferung. Könnte sich gerade so ausgehen. Ey, da kommt der Flieger schon. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. LKW ist drin, Flieger ist gelandet und dann ist die Kohle da und der Flieger wieder weg. Ja, so schaut das gut aus, das gefällt mir. Und es ist dann auch schon wieder Nachschub an Opium unterwegs.
Und wir haben hier auch Opium drin. Das ist soweit alles gut. Ich hoffe, dass das später reicht für unsere Produktion in der Werkstatt. Ansonsten müssten wir hierher gehen. Beziehungsweise ich kann ja dann einfach den Flugplatz erst einmal rausnehmen und die Werkstatt so lange beliefern, bis wir ja, genau, das ist eine gute Idee. Ich glaube, so werden wir das auch machen. Genau. Wir warten jetzt hier einfach mal, bis wir entsprechend Gemüse hier eingelagert haben und kümmern uns dann drum, dass wir die Produktion erst einmal in die Werkstatt verlagern und dann sollte da auch kein Stillstand entstehen und dann können wir nämlich die ganze Schose dann auch über die über den Hafen exportieren und dann sollte das alles so weit laufen, dass wir das geregelt kriegen. So, der fährt jetzt Geld zum Taxiunternehmen, das ist gut, und zwar macht er das, bevor das Taxiunternehmen stillsteht. Das ist sogar noch besser. Und damit stehen wir da dann auch wieder gut da. Also von daher funktioniert das soweit ganz gut. Hier ist auch noch Geld vorhanden, das ist auch in Ordnung. Da sind wir auf jeden Fall im Moment noch auf der sicheren Seite. Das hier wird abgeholt, das passt auch. Also da ist auf alle Fälle noch der Geldfluss vorhanden. Wie schaut denn das Ganze jetzt aus? Wir müssen uns das hier mal anschauen. Gewinn 3000 und da 660. Das schaut also so ganz gut aus. Gesamte Zeit schaut auch nicht so gut aus. Aber der Monat läuft auf jeden Fall bis jetzt ganz gut für uns. Allerdings hat der Monat auch gerade erst angefangen. Naja, wir schauen einfach mal. Ich denke, das ist soweit okay. Gut, wir werden wieder was verlieren, weil wir noch ein Gebäude bauen. Aber ich hoffe, wir werden jetzt nicht gleich in die Miesen fallen. Bei der Geldwäsche sind wir jedenfalls gut dabei. Nee, schaut alles soweit ganz gut aus. Das können wir jetzt hier erst einmal so laufen lassen. So, jetzt haben wir die ersten 14 Gemüse auch schon im Lager. Wir brauchen für die 40 Einheiten Opium auf jeden Fall, verschätze ich jetzt mal, mindestens 40 Einheiten Gemüse. Deswegen kann es auch gar nicht schaden, wenn wir das jetzt einfach noch so eine Weile weiterlaufen lassen. Solange hier der Cashflow stimmt, würde ich sagen, sind wir da auch auf der sicheren Seite. Und wir haben es ja jetzt erst einmal nicht eilig, hoffe ich. Schlecht wäre natürlich, wenn uns dadurch jetzt irgendein Nachteil entstünde, aber was haben wir denn hier? Achso, das ist das mit dem Umschlagplatz, das haben wir am Flughafen auch gehabt. Das habe ich vorhin gar nicht gelesen, aber das ist soweit alles gut. Wie schaut es denn hier aus? Unsere Lieutenants sind uns jedenfalls soweit verbunden. Das ist schön. Hier kommt wieder Kohle ins Haus, das ist doppelt schön. Und da ist auch schon wieder ein Flugzeug unterwegs und da liegt auch schon der nächste Batzen Geld. Also das läuft auf jeden Fall soweit ganz gut. Ja, dann würde ich sagen, wir nutzen jetzt einfach mal die Zeit und schauen wir mal, was wir hier noch so haben. Wir haben hier die Map Overview, das kennen wir schon, das hatten wir schon mit dem
Forschung läuft aktuell nichts, weil die Stadt uns nicht gehört. Wirtschaft war mal gerade. Achso, da können wir schauen. Gemüse, kann man Gemüse auch irgendwo für 100% anbauen? Ja, hier drüben, das wird aber glaube ich noch eine Weile dauern, bis wir da hinkommen. Kaffee können wir da bei uns sogar relativ gut irgendwo anbauen. Hoka. Cannabis ist eher nix. Salzsäure. Precursor. Ethylamin. Das ist also ein schöner Streifen für die Messproduktion. Aber davon sind wir glaube ich noch ganz weit entfernt. So, dann haben wir jetzt hier unsere Stadt, unsere erste Farm. Könnte man die eigentlich auch umbenennen? Jetzt nochmal so. Nö, schade. Gut, das geht nicht. Dann schauen wir mal. Genau, der Hafen ist deaktiviert. Den könnten wir dann hier aktivieren. Und die Preise für die Ressourcen, gut, das wissen wir ja schon und wir haben momentan eh nur das Billigste. So, so viel erstmal dazu. Wie kriege ich das jetzt wieder weg? Gut, die Gemüseproduktion. Wir haben immer noch erst 14. Das nächste ist aber hoffentlich bald fertig. Da haben wir 50.000 Geld drin, das ist auch gut. Ja, es kribbelt mich schon wieder in den Fingern, einfach weiterzumachen. Aber nachdem ich heute erst gelesen habe, dass es manchmal nicht so schlecht ist, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt bei dem Spiel, werde ich jetzt nicht die Geduld verlieren, sondern den Plan, so wie ich mir das vorgestellt habe, fortsetzen und dann erst einmal nochmal warten, bis die Produktion von unserem Gemüsekram hier soweit abgeschlossen ist, dass wir genügend Opium in Gemüse verpacken können. Dazu muss das jetzt hier auch erst einmal abgeholt werden und ins Lager transportiert. Da haben wir nämlich aktuell nur 14 Gemüse drin. Aber das wird jetzt justamente abgeholt, zumindest schon mal die ersten 12. Die nächsten zwei und dann haben wir eigentlich für unsere illegale Produktion schon mal die halbe Miete beieinander. Sobald wir dann die nächste Produktion an Gemüse fast fertiggestellt haben, können wir eigentlich hier gehen und eben entsprechend dann die Werkstatt bauen. Dann müssen wir nur schauen, wie wir es eben mit der Versorgung und so weiter machen, damit wir da nicht ins Rotieren kommen. Aber bis dahin verkaufen wir einfach noch fleißig unser Opium am Flughafen. Äh,
damit eben unser Cashflow, wie gesagt, nicht stehen bleibt. Da ist alles ausgeräumt. Ich hoffe tatsächlich, dass die das alles entsprechend stemmen können. Wo ist denn jetzt hier Schwarzmarkt? Da kriegen wir 91. Und am Hafen kriegen wir 91. Und 2 fürs Gemüse. Das heißt, theoretisch müssten wir sogar am Hafen dann mehr Kohle kriegen. Das heißt, wir können mal ruhig die Produktion erst einmal vorziehen. Como estás? Aber da müssen wir halt jetzt einmal schauen, so als wenn wir da erst einmal die Lieferung abbrechen, weil sonst fährt der wieder mit 4 los. Das ist quasi komplett für die Tonne. Ist das schon besser, so lohnt sich das. Oh nein, ich habe Gemüse, ich bin so dumm. Oh, ich trottel, jetzt habe ich das Gemüse weggefahren. Oh, ich denke mir gerade schon, scheiße, war denn der jetzt die 10 her? Boah, das war ja wieder bescheuert. Ich hoffe, wir können das. Scheiße, wie dumm ist man. Ich habe zu langsam geklickt, dann hat er mir das Opium geklaut und ich habe jetzt versehentlich das Gemüse weggefahren. Das geht natürlich nicht. Guter Mann, nimm das Gemüse und fahr das wieder zurück. wie dumm. Ja, so hat das Gemüse jetzt auch einmal ein bisschen was von der Insel gesehen. Kann ja auch nicht schaden. Aber das war natürlich so nicht geplant. So kann man auch die Zeit überbrücken, bis wir genügend produziert haben. Scheiße, wie dumm. Nee. Escucha. Ja, wäre jetzt auch toll, wenn wir die Lieferung abgebrochen hätten. Oh Junge, ich bin gerade total unaufmerksam, stelle ich gerade fest. Naja, dann nehmen wir halt dafür gleich Geld mit. Es sei denn, es fährt in der Zwischenzeit ein LKW los. Naja, der fährt eh schon los. Dann brauchen wir da nicht einmal Geld mitnehmen. Ach ja, gut, so, also können wir uns jetzt wieder darauf einigen, dass wir jetzt nicht liefern, sondern einfach nur fahren. Und dann lassen wir den guten Mann erst einmal am Lager stehen. So, jetzt haben wir aber genügend Gemüse beieinander. Es ist noch nicht alles im Lager, aber ich glaube, das wird in absehbarer Zeit passieren. Beziehungsweise dafür könnten wir jetzt sogar hergehen und unseren Capo einsetzen, wenn wir gerade kein LKW haben, weil die alle zum Flughafen fahren. Und das machen wir jetzt auch. Du fährst jetzt hier hin, lieferst das Gemüse dahin und dann brechen wir es aber auch gleich wieder ab. Und dann haben wir nämlich hier schon mal 42 drin. Und dann können wir uns beim nächsten Mal Gedanken machen, wie das mit der Werkstatt und so läuft, weil für die Folge soll es dann erstmal gewesen sein. Gemüse haben wir jetzt, Opium müssen wir mal schauen, dass wir dann genug herbringen.
sehen wir ja, wie das läuft. Und ich sage an der Stelle danke fürs Zuschauen. Und beim nächsten Mal produzieren wir dann die falsche Fracht. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.